Hallo und herzlich willkommen hier im Hagener Süden in Dahl. Wir haben doch hier eine Milchstation bekommen. Ja, was das damit auf sich hat, das werde ich im Anschluss des Videos zeigen. Ihr müsst also dranbleiben oder könnt auch vorspulen. Auf jeden Fall habe ich jetzt vier Drehorte. Der eine, das ist das Intro, das machen wir jetzt gerade hier an der Brücke. Hinter mir die 700 Jahre alte Kirche im Ortskern. Und dann fahre ich zur Produktionsstelle der Milch. Die ist auf der Hucksaat, da gibt es heute Bratwurst, Kaiserschmarrn und da war noch was. Das werdet ihr gleich aber sehen, wenn ich da hochfahre. Ich filme sogar den Weg dahin mit einer GoPro auf dem Fahrrad, aber natürlich schnell, damit es nicht langweilig wird. Aber ihr seht dann genau, wo man abbiegen muss, um da hochzukommen, wenn man das mal sehen will. Weil da ist auch das Milchhäusle, ein Stück weiter von der Hucksaat weg. Da wird die Milch genauso verkauft wie hier im Ort in Dahl. Und auch das wollte ich mal zeigen. Da gibt es auch noch mehr. Milk and More nenne ich das einfach mal. Was es da gibt, da kriege ich gleich eine junge Dame an die Seite gestellt, die das alles erklärt, auch wie man diesen Automat bedient. Ich finde auch, dass das wichtig ist, dass die Kinder das auch wissen sollten, weil da gibt es süßen Kakao und Vanillemilch und sowas alles. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, da könnt ihr mitkommen und jetzt geht's los hier in Dahl. Ja, filme gerade, du bist drauf. Ja, ja. Hey, kleine Muku. Ja, jetzt doch bei schönem Wetter bin ich hier oben angekommen in der Hucksaat. Das ist ja ein Landwirtschaftshof, wo die Milch produziert wird, die ich gleich vorstelle im Dorf. Das ist ja der Weg, den ich beschreiben möchte. Hier oben fängt es an, hier ist die Produktion und hier steht die Fanny neben mir. Das ist die Tochter des Hofes und sie stellt sich bitte einmal vor, wer du bist, was du machst. Genau, ich bin Fanny Piepenstock, bin 22 Jahre alt und studiere aktuell Agrarwirtschaft in Soest im zweiten Semester. Habe jetzt noch vier Semester vor mir. Genau. Ach schön, also dann, das, was hier passiert, studierst du auch? Genau. Ach, tatsächlich. Dann ist man, wie nennt sich das hinterher, wenn du fertig bist? Bachelor of Science. Ah, okay. Im Bereich schön. Agrarwirtschaft. Ja, du hast dich zur Verfügung gestellt, hier einmal den die Produktion der Milch, den Ablauf hier darzustellen. Das heißt, ihr habt Kühe hier, Kuhställe. Genau. Die stehen jetzt hinter der Kamera, die müssen wir gleich einmal umdrehen, damit wir das sehen. Wie viele Kühe habt ihr hier? Knapp 100 Stück, zwei Betrieben dann aufgeteilt. Ja, ab und zu gibt es hier so Veranstaltungen, wo es Würstchen gibt und Kaiserschmarrn. Das macht ihr auch auf dem Markt, auf dem Bauernmarkt in Breckerfeld. Ja. Ja, da habe ich euch auch schon gesehen. Ich durfte es auch schon probieren. Und jetzt gehen wir einfach mal hier durch und fangen an bei den ganz kleinen Kühen. Na, kommt mit. Erstmal den Kühen hier. Wir sind jetzt hier am Start der Produktion, denn das, was hinter uns steht, das sind das, Kälbchen. Kälbchen, das genau. Sind Kälbchen, genau. Ja. Hier fängt das an mit der Produktion des, des Nachwuchses. Da kommt er gerade, ist neugierig und auch niedlich. Ja, ich habe mal gehört, dass es so ein Kuhkuscheln gibt. Ist das bei euch möglich? Aktuell noch nicht. Es ist angedacht, dass wir es irgendwann mal machen. Ja. Aber müssen auch die Gegebenheiten sein, die Kühe zutraulich. Und ja. Also ich meine, die sind ja zutraulich, aber ja. Muss ja dann immer noch eine gewisse Sicherheit dahinter stehen. Mhm.
Kann man trotzdem hier, kann man sich bei euch melden als Grundschulklasse oder Kindergarten und die kommen dann und machen eine Besichtigung hier? Ja, das funktioniert. Ja, das ist nach Absprache mit euch? Genau, einfach anrufen, die Adressdaten und Telefonnummern stehen ja alle auf unserer Internetseite oder sind auf Facebook zu finden. Ja. Das finde ich persönlich sehr gut, wenn man sowas anbietet hier, dass die Kinder mal sehen können, wo die Produktionsstätte ist von dem Produkt, was sie konsumieren. Das kennen ja alle, aber wo es herkommt, kennen vielleicht nur wenige. Und hier oben kann man es direkt sehen. Ja. Und jetzt gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Da werden die Kühe schon mal ein bisschen größer. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Freilandkühe habt. Heißen die so? Ja, Weidegang haben wir ab Sommer. Ach so, ab Sommer geht das genau. Wieder. Genau, also ich denke, so in 2 Wochen kommen die dann über den Tag raus, können dann quasi 12 Stunden circa, machen wir morgens hier das Tor offen. Ja. Und dann können die frei entscheiden, ob die rein oder raus wollen. Ah, schön, okay. Das ist jetzt ein Kuhstall hier hinter uns. Ja. Und hier stehen die den ganzen Tag drin und fressen den ganzen Tag und produzieren Milch, glaube ich. Ja. Und was ich noch gesehen habe, die fahren hier Karussell. Was ist das denn hier vorne, wo die selbstständig reingehen und kommen auf der anderen Seite wieder raus? Das ist unser Melkroboter. Da können die quasi zu jeder Uhrzeit, wenn sie gerade Lust haben, sich melken zu lassen, einfach reingehen, bekommen dann da ein bisschen Kraftfutter, dass sie stiller stehen. Und dann fährt ein Arm von unten drunter, reinigt das Euter und melkt das dann. Und wenn sie leer ist, geht sie einfach wieder raus und kann wieder zu der Herde gehen. Und dann fahren die ganzen Tag Karussell hier? Ja, die gehen so 2,5 Mal am Tag, also ist dann immer auf 24 Stunden gerechnet. Ja. Bis 3 Mal. Auch nachts? Ja, der läuft 24 Stunden. Ach so, hast du ja gesagt 24 genau. Stunden. Genau, und wenn er ein Problem hat, dann kann er uns sogar anrufen. Ah, okay, also das ist schon, es sieht nicht so super modern aus hier, das soll eine Büssenstelle ja auch gar nicht. Nee, der ist schon was älter. Das ist egal, aber das, was drin ist, ist modern. Ja. Da kommt auch schon wieder die Nächste, die Karussell fahren will. Ja, steht noch davor. Haben die so eine Karte, müssen die da irgendwo durchziehen? Die haben ein Halsband um und da ist ein Chip dran und der scannt dann. Also der Roboter erkennt die Kuh. Und erfasst alle Kuhdaten. Die Kühe werden da drin gewogen, also wir haben immer das aktuelle Gewicht der Kuh. Und er erkennt auch, wenn die Fieber hat oder irgendwelche anderen Krankheitssymptome. Und dann kriegen wir es aufs Handy übertragen. Na, das ist ja ein Ding. Das ist ja wirklich modern. Ja. Wird denn auch die Milchmenge festgehalten, die pro Kuh rauskommt? Pro Euter. Das auch, also pro Zitze, genau. Mhm. Die Kuh wird hier gemolken, haben wir gelernt. Genau. Das heißt, von hier geht die Milch auch da in den hinten Milchtank, rüber. Genau. Da gehen wir jetzt auch hin. Ja. Wir stehen hier vor dem Gebäude, da sehe ich einen VA-Tank. Das ist wahrscheinlich kein Diesel, sondern... Das ist unser Milchtank. Das ist der Milchtank. Hier kommt die Milch quasi vom Roboter aus, die gemolken wird rein und wird dann da auch gekühlt. Ach, die wird gleich runtergekühlt. Genau. Weil die kommt wahrscheinlich warm aus den Tieren. Ja, die kommt warm raus. Wie bei uns. Körpertemperatur, so ist die Milch auch wahrscheinlich. Genau. Ja, und das wird wahrscheinlich alles sehr streng hygienisch überwacht, wie das hier abläuft. Ja, von der Molkerei auch. Ja, ich habe tatsächlich gesehen, wie ihr mit einem Lieferwagen in Dahl unten ankommt und bringt die Milch in einem Gefäß. Genau, im Containersystem. Container quasi. Nennt sich das. Ja. Und dieser Container kommt also direkt in diesen Milchautomat rein. Ja. Da sind keine Tanks drin, wo man irgendwas umschüttet. Nein, der wird immer inklusive Schläuche, kommt alles einmal raus, kommt dann hier auf unsere Reinigungsstation und geht wieder rein. Ja, damit alles sehr sauber und hygienisch ist. Alle Milchschläuche kommen mit. Die werden alle gereinigt, denke ich. Ne? Ja. Das heißt, hier ist die letzte Station bei euch? Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, okay. Die Milch geht hier unterirdisch auf die andere Seite in die Molkerei. Da wird die dann pasteurisiert. Also hoch und, erhitzt. Genau. Und wird dann dort abgefüllt und geht dann direkt in den Lieferwagen rein. Geht das immer direkt in die Container oder habt ihr auch Flaschen? Nee, wir haben auch Schläuche, also so Plastikschläuche, wo die Milch dann... Ist das blaue Teil, was du gerade getragen hast? Genau. Okay. In 3, 5 und 10 Liter Gebinden. Und da kommt die auch rein. Also direkt in Flaschen füllen wir nicht ab, in Schläuche oder in den Container rein. Wer ist denn da der Endkunde? Jetzt nicht jeder, sondern die Großkunden. Wer ist der Abnehmer von eurer Milch? Der Edeka-Markt zum Beispiel. Also liefern wir ein paar. Oder auch Bioläden sind wir auch drin. Unsere Obstläden. Ein paar Hofläden quasi von
Die auch von Landwirten dann. Ja, die beziehen das dann von euch und vertreiben das. Genau, und vertreiben das dann dort weiter. Aber eine ganz spannende Sache ist, dass es hier Milchautomaten gibt. Ja. Die gucken wir uns gleich an. Genau. Haben wir hier noch irgendwas, was wir zeigen müssen, oder sollen wir los? Eis können wir oben mal eben anhalten. Genau, Eis sollten wir auch noch mal. Ah, Milchhäusle meinst du? Ja. Ja, das ist ein Punkt auf meiner Fahrt gleich, ein Zwischenpunkt, da halten wir gleich an. Und es wird auf jeden Fall demnächst auch Eis geben, auch in Dahl unten. Das ist ganz wichtig für die Kinder. Ja. Das sollten wir zeigen und dann sind wir hier oben auf der Huxart jetzt durch. Genau. Und fahren los. Ja. Dann sehen wir uns gleich am Milchhäusle wieder. Ja, nur 500 Meter weiter Luftlinie sind wir hier am Milchhäusel angekommen. Genau. Und da kannst du mal vielleicht was zu sagen, was die Idee ist, die dahinter steckt, weil heute ist Sonntag, heute kann man nirgendwo einkaufen. Hier aber schon. Genau. Hier schon. Wir haben das Milchhäusel 2017 gebaut mit der Idee, dass die Leute sich die Rohmilch, die ja auch oft nachgefragt ist, direkt am Hof abkaufen können. Und dann haben wir das Milchhäuschen gebaut und zwei Automaten reingestellt. Und dann nehme ich die Kamera jetzt mal in die Hand und gehe einfach hinter dir her, weil es ein bisschen eng ist. Aber dann kann man das alles auch sehen. Ich schneide gar nicht. Ich nehme einfach die Kamera runter. Ja. Ja. Und dann haben wir hier den ersten Automat. Genau. Hier gibt es zum Beispiel Nudeln. Oder in der Regel auch Mehl. Jetzt heute ist es leider ausverkauft und die Reste sind unten am Hof. Dann haben wir Grillwürstchen und Eier, verschiedene Joghurtsorten und alles aus der Region. Und das gibt es sonntags zu kaufen. 24 Stunden geöffnet. Ah, 24/7, ne? Genau, dann haben wir hier unseren Rohmilchautomaten. Da wird die Milch vorher gar nicht behandelt, auch noch nicht pasteurisiert. Die ist quasi frisch aus dem Tank im Milchhäuschen drin. Da ist aber auch dieser Container drin. Ja, genau, da ist auch ein Container drin. Container, ja. Jetzt, Achtung, jetzt wird es spannend für die Kinder. Genau, unser neues Herzstück, das Eis. Das produzieren wir auch unten in unserer Hofmolkerei. Und da haben wir mittlerweile schon 25 Sorten. Nein, wirklich? Ja. Das gibt's doch nicht. Gerade war eine Dame hier, die hat gesagt, Mango-Eis wäre das Leckerste. Was ist deine Meinung? Ich finde alle gut. Ich darf mich da nicht so festlegen. Ja, jetzt kommt noch eine Überraschung. Ach, da unten sehe ich noch mal so ein schönes Bild. Ganz so sieht es nicht aus, weil es sind so kleine Töpfchen. Gibt es da auch eine Gabel zu? Oder wie? Da ist ein Löffel im Deckel schon drin. Ein Löffel ist da drin, genau. Ja. Eine Gabel, Quatsch, ein Löffel natürlich. Jetzt kommt die Überraschung. Kann das sein, dass dieser Eisautomat auch nach Dahl kommt? Nicht genau der, aber ein ähnlicher. Mit Platz für auch größere Gebinde, 500 Milliliter und Liter Gebinde und auch die kleinen. Aha, der das heißt, das ist ein bisschen größer, ein bisschen breiter und da geht ein bisschen mehr rein. Das ist die Sonntagsüberraschung für die Kinder, die werden sich freuen. Genau, das hoffen wir doch. Ja, damit sind wir hier durch und fahren jetzt tatsächlich nach Dahl in den Ortskern runter und da geht's weiter. Genau. Die Fanny und ich sind also hier am eigentlichen Ziel, was ich heute darstellen wollte, angekommen. Und zwar, damit man sieht, genau sieht, wo wir hier im Ortskern in Dahl angekommen sind, ist dieses rote Haus mit der Vormann-Brauerei da oben drüber. Da steht jetzt dein Automat drin. Genau, hier stehen jetzt die Automaten drin. Bisher nur zwei, aber sollen noch zwei, drei, vier Stück zukommen. Ja. Nach und nach. Ja. Man muss ja erstmal einen Anfang schaffen. Ganz genau. Und deswegen hole ich die Kamera jetzt mal ran. Und dann zeigen wir, wie es hier drinnen aussieht. Und vor allen Dingen, was mich interessieren würde, wie geht man mit diesen Automaten um? Ja. Dann machst du gleich einmal so eine Erklärung dazu, genau. Damit die Kinder... Ah, Kinder müssen wir gleich noch zu kommen. Ob die hier was ziehen können ohne Eltern, weil das ziemlich hoch alles ist mit dem Geld. Aber das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ich hole mal die Kamera. Also da für mich so ein hochmoderner Automat ein bisschen kompliziert ist, vielleicht auch für andere, ich weiß es nicht. Manche haben gefragt, wie funktioniert das denn überhaupt hier? Und deswegen macht die Fanny jetzt mal einfach einen Workflow, wie genau das funktioniert, was man sich aussuchen muss. Die Preise stehen hier dran, habe ich gesehen. Genau, die stehen alle unten drunter. Und ich suche mir jetzt einfach mal einen Kakao aus. Und du zeigst mal bitte, was für Möglichkeiten hier zum Zahlen sind und wie wir jetzt da vorgehen. Dann bitte. Ja, also wir haben hier entweder die Möglichkeit, Scheine mit Scheinen zu zahlen bis 20 Euro, weil das sonst mit dem Wechselgeld einfach viel zu viel wird. Okay, das heißt, wenn ich nur 2 Euro bezahle, kriege ich 18 Euro wieder. Genau. Wo und kommt das in Kleingeld? Hier unten.
Okay, das kriegt man also wieder. Das ist schon mal wichtig. Ich hatte mal Kinder hier, die haben das übersehen, dass das Wechselgeld rausgekommen ist, haben sich beschwert bei mir. Ja, wir haben da Geld reingeschmissen, aber das war viel zu viel und jetzt haben wir das nicht wieder. Ich sag da unten, Geldrückgabe, da müsst ihr drauf aufpassen, da kommt euer Geld raus. Bitte. Genau. Ja, ich mache das jetzt aber mit dem Münzfach. Also werfe ich einfach mein 2-Euro-Stück rein, suche mir hier eine Zahl aus. Ich mache jetzt mal die 330 für den Kakao. Dann fährt der Lastenzug hoch und dreht die Milch, den Kakao da raus. Wenn der unten angekommen ist, dann klickt das einmal und nach dem Klick kann ich mir, wo auch immer sie ist, die Flasche unten rausholen. Okay, da kommt also das halbfertige Produkt an. Das genau. Ist jetzt noch kein Kakao. Nein, das ist die Flasche mit dem Kakaopulver schon drin. Da kommt jetzt ein halber Liter Milch drauf und dann wird geschüttelt und hat man seinen Kakao fertig. Okay, das machen wir jetzt auch im Anschluss. Genau. Wie das hier funktioniert, müssen wir gleich nochmal eine Flasche ziehen und dann zeigen wir das auch nochmal. Ja. So, dann geht das also an diesem Automat, wo man die Rohprodukte, nenne ich sie mal, kaufen kann. Wir haben ja auch Marmelade, habe ich hier gesehen. Genau, Marmelade. Und jetzt geht es an die Milchbar hier rüber. Dann bitte, genau. Wie geht das weiter? Also hier ist auch das Münzfach und das Scheinfach, was wir von dem Automaten auch schon kennen. Hier werfe ich dann auch meinen Euro rein. Dann zeigt er mir hier oben an, dass ich ein Guthaben von 1 Euro habe. Dann stelle ich meine Flasche hinten gegen die Kante, die da drin ist, und drücke auf den halben Liter. Dann fährt das aus und lässt die Milch laufen. Muss man immer ein bisschen gucken, dass sie auch gerade da drunter steht. Und in die Kakaoflaschen geht genau ein halber Liter rein. Ja, man kann also während der Füllung nochmal eingreifen, genau, und die Flasche, wenn man es nicht richtig hingestellt hat, genau, ein bisschen zur Seite schieben. Dann macht man einfach nochmal das Fach auf. Ja, genau. Und greift nochmal rein. Ja, das kann man also machen, ja. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt auf Anhieb treffen würde. Ich habe es ja auch nicht getroffen. Genau. Und ich habe was klingeln gehört. Genau, hier ist wieder unser Wechselgeldfach. Ja. Und da habe ich jetzt meine restlichen 20 Cent zurückbekommen. Weil der halbe Liter jetzt hier 80 Cent kostet. Wenn du jetzt auf 1 Liter gedrückt hättest mit 1,50 Euro, hätte das nicht gestartet. Doch, das hätte gestartet, aber es wäre dann irgendwann übergelaufen. Also in die kleinen Kakaoflaschen und Vanilleflaschen, da geht genau der halbe Liter rein. Aber wir haben auch noch Literflaschen aus Glas in dem Automaten drin. Und da können wir dann den Liter auch reinzapfen. Oder wenn wir nur einen halben Liter trinken wollen, pure Milch, dann drücken wir auf den halben Liter. Mhm. Nee, ich meine, wenn ich jetzt nur 1 Euro reingeschmissen hätte. Ach so, wenn der, ja, mit dem Euro, dann hätte er nicht angefangen. Genau, dann hätte er nicht angefangen. Das genau, ist das. Das Geld muss schon passen da drin. Ja, ja, genau, das sollte schon passen. Oder man kriegt halt Rückgeld, wie wir gerade gesehen haben. Man konnte ja jetzt nicht erkennen, was passiert. Das ist die Dampfreinigung. Nach jeder abgezapften Flasche reinigt er sich selber einmal. Ah, okay. Das heißt, ich kann hier stehen bleiben. Ja, geht nichts in die Luft. Okay, dann würde ich aber trotzdem sagen, wir machen den ganzen Workflow nochmal, dass man im Detail sieht, was da abläuft, und dann filme ich das jetzt auch nochmal. Das nehme ich mit. Genau. Das ist wahrscheinlich dicht. Ja, das ist dicht. Ist dicht. Und was macht man hinterher mit dieser Plastikflasche? Ja, die Plastikflaschen können wir leider nicht zurücknehmen, weil wir als Familienbetrieb einfach keine Kapazitäten haben, da noch irgendwas zu spülen. Wobei das mit der Plastikflasche ja sowieso schwierig ist. Die ist PET, die muss weggeworfen werden. Ah, die wird weggeschmissen, ja. Genau, der aber Aufwand, ist das zu reinigen. Das ist recyceltes Material. Ja, genau, gut, aber, ja, aber das zu reinigen, zu euch zu bringen, ja, das würde keinen Sinn machen. Nein. Das würde keinen Sinn, energietechnisch auch keinen Sinn machen. Ne? Das ist jetzt keine Verschwendung. Das finde ich auch eine gute Sache. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ja. Ja, hier ist so ein Zettel dran gemacht. Dieses Milchflaschenkonzept wird da genau beschrieben. Das kann man sich angucken. Auf der anderen Seite sehe ich einen QR-Code. Den kann man mit seinem Handy
scannen und dann wird auch eine Beschreibung aufgerufen zu diesem Automat. Hier hängen noch Flyer und Visitenkarten. Und da stehen auch eure, da steht eure Telefonnummer drauf. Wenn der Automat auf Störung geht, kann man sich bei euch melden. Genau, dann können Sie einfach über die Telefonnummer, die hier steht, anrufen. Und dann sind wir direkt in 10 Minuten da. Ach okay, sowas bietet ihr an? Genau, also wenn hier wirklich eine richtige Störung ist, dann sind wir 24 Stunden zu erreichen. Ich habe gerade mitbekommen, alternativ hast du gesagt, würde das auch über den Vormann-Automat gehen. Genau, alternativ, wenn hier wirklich gar keiner rangeht, können Sie sich auch bei Herrn Vormann melden. Der hat auch unsere private Telefonnummern, die Handynummern. Also seine Handynummer steht auch hier oben drauf. Moment, wo steht sie? Ah ja, genau, da steht die Telefonnummer von dem Herrn Vormann, der Brauerei ist ja direkt hier hinter. Da ist also sofort auch einer, der einem helfen kann zu diesem Automat. Ach, ich sage einfach zwischendurch mal was, hier kann man die Süßigkeiten kaufen, Kartenspiel, OBs, Masken sehe ich gerade, Getränke, Beefies, das bietet die Firma, die Brauerei Vormann bietet das an hier. Die hat den Automat aufgestellt. Am Anfang lief es nicht ganz rund, ihr wisst das ja. Der hat morgens immer gesagt, dass der Automat leer ist. Das ist durch ein Software-Update korrigiert worden. Der funktioniert also jetzt einwandfrei. Da sind keine Schwierigkeiten mehr. Könnt ihr ruhig hier hinkommen und euch bedienen. Jetzt gehen wir hier rüber zum Mu2Go. Und die Fanny, die macht jetzt einfach nochmal einen Ablauf, wie das hier vonstatten geht. Und ich halte die Kamera mal direkt drauf. Bitte schön. Genau. Also und du sagst was dazu. Genau. Ich werfe hier wieder mein 2-Euro-Stück ein. Suche mir wieder eine Nummer aus. Ich nehme nochmal die 330 für den Kakao. Dann fährt der Lift hoch. Wir fangen die Spiralen an zu drehen und drehen die Kakaoflasche langsam in den Lift rein. Der fährt wieder runter. Und wenn es jetzt klickt, ich weiß nicht, ob man das hört, dann kann man die Klappe aufmachen. Vorher ist die gesperrt und dann bekomme ich hier mein Rückgeld wieder. Ja, jetzt ist da noch keine Milch drin, das ist noch kein Kakao, das ist nur eine Flasche mit Kakaopulver. Nur eine Flasche mit Kakaopulver. Okay, dann geht's weiter. Jetzt holen wir uns die Milch in den Kakao. Da werfe ich wieder mein Geld rein, drehe die Flasche auf und stelle sie hier rein. Und dann drücke ich auf den halben Liter, weil die kleinen Flaschen haben ein, da passt halt nur ein halber Liter rein. So, jetzt habe ich es ein bisschen schräg gestellt. Jetzt kann ich das, während der rauslässt, noch verschieben und die Klappe einfach wieder schließen. Ja, die Fanny weiß natürlich, wo die Flasche stehen soll. Wir haben das jetzt einmal absichtlich gemacht, dass man sehen kann, dass man da noch eingreifen kann. Dass jetzt nicht die ganze Milch daneben geht und man hat hier alles verdorben. Das ist nicht der Fall. Man kann es korrigieren. Kann dann die Milch entnehmen oder den Kakao, was auch immer. Genau, dann kann ich mir hier mein Rückgeld wieder rausnehmen. Und die Flasche auch umdrehen und die ist milchdicht. Genau. Das heißt, es ist nicht wasserdicht, sondern milchdicht. Genau. Und dann am einfachsten ist es, wenn man oben ein bisschen das Kakaopulver nach unten drückt. Das setzt sich, wenn die Milch drauf kommt, natürlich unten ab. Und dann wird es geschüttelt und dann kann man den Kakao schon genießen. Ach, eine Frage. Ist der gekühlt? Ja. Der ist also gekühlt. Die Milch ist ja gekühlt. Ja. Ich habe gerade hier neben gestanden und habe Angst bekommen, weil gleich noch was passiert hier. Was ist das jetzt? Das ist die Dampfreinigung. Die geht quasi nach jeder gezapften Milch einmal an. Und dann reinigt er sich quasi einmal selber mit destilliertem Wasser. Der lässt sich jetzt wahrscheinlich so viel Zeit, dass man da nicht die Hände noch drin hat. Und da kommt ein heißer Dampf, ne? Das ist natürlich nicht so schön. Nein, aber okay. Jetzt könnte man quasi schon wieder aufmachen und die nächste Flasche reinstellen. Okay. Jetzt habt ihr also genau gesehen, wie die Automaten hier funktionieren. Vielen Dank nochmal dafür. Gerne. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Du hast, glaube ich, noch einen oben drauf zu legen. Ja, das ist jetzt der Anfang, also der Grundstein, der quasi gelegt worden ist. Hier kommen aber noch ein paar Automaten zu mit gekühlter Ware, auf lange Sicht gesehen auch noch Eier, das Eis natürlich, was wir vorhin schon mal erwähnt hatten. Genau. Ganz wichtig? Ja.
Ist das ungefähr die Ware, die wir gerade am Milchhäusel gesehen haben? Ja, aber auch noch ein bisschen mehr. Also wir wollen Milchreis mit aufnehmen hier unten. Okay. Und eventuell auch Kartoffeln, das steht aber noch nicht ganz fest. Mhm. Genau. Es lohnt sich also ab und zu mal hier vorbeizugehen und zu gucken, was hier angeboten wird, damit ihr, naja, so eine Art kleiner Grundversorger seid hier. Genau, was ihr sonst ist auf, der Plan. Das ist der Plan, was ihr auf dem Hof macht, der aber schwer zu erreichen ist hier für Leute, die nicht mobil sind. Ja, deswegen seid ihr runtergekommen ins Dorf und baut das hier auf. Genau. Ja, vielen Dank dafür, das ist eine mega Idee. Ich hoffe, allen hat das Video gefallen. Abonnieren hier und sind mit einem Like dabei. Dankeschön dafür. Gerne. Und wir sehen uns sicherlich entweder hier unten wieder oder mal bei euch auf dem Hof. Würde mich sehr freuen. Genau, uns auch. Dann tschüss zusammen. Tschüss.